Flohmarkt, gehen, Stäbchen. Man nennt mich Ree, wir parken auf dem Flohmarkt. Ich bin erst zufrieden, wenn es Mario und Koga. Zeig mir deinen Gameboy, sag mir deinen Preis. Ich drück ihn auf die Hälfte, ich liebe diesen Scheiß. Ich baue mir mein Imperium, Donkey ist mein Leibwächter. Für Mondpreise hab ich leider keine Zeit, Schwester. Es geht los, schnall dich an und lehn dich zurück. Doch handel nicht mit mir, sonst wirst du verrückt. Josen Leute, euer Ree hier und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Replays Resummelt. Ja, heute sind, glaub, 3-4 Flohmärkte. Nichts allzu Wildes, keine Riesenflohmärkte. Deswegen schraube ich meine Erwartungen mal runter heute. Aber auf den ersten, auf den ich jetzt gehe, der ist gerade 2 Minuten weg von meiner Haustür. Ich hätte eigentlich auch laufen können, aber ich will ja weiterfahren, dann auf den nächsten. Da habe ich im strömenden Regen mal eine SNES gefunden. Für 12 Euro. Also, schauen wir mal, was da geht. Ansonsten, heute Abend gibt es einen Nachtflohmarkt, der geht um 18 Uhr los in Erlangen. Das sind circa 15 Minuten von hier, 15, 20 Minuten. Mal schauen, vielleicht gehe ich dahin. Es kommt jetzt auf die Ausbeute an, die ich jetzt mache. Und wenn ich, ja, also wenn ich wirklich nicht zufrieden bin, dann fahren wir da noch hin. Ansonsten, wie immer, checkt mal zu mir, hab ein, zwei Kleinigkeiten per Post bekommen. Und wir zocken eine Runde Mega Man X4 für die PlayStation 1. Ich hoffe, es funktioniert, denn die PS1 hat mir, was das Capturen angeht, leider ein paar Faxen gemacht das letzte Mal. Aber ich bin mal guter Dinge und sag einfach mal, ja, das zocken wir später. Also ich bin jetzt schon gleich da am Flohmarkt. Da vorne ist er schon und ja. Deswegen schneiden wir gleich zum Flohmarkt und haben keine Anfahrtsszenen. Ja, viel Spaß. Was hätten Sie gern dafür? Ja, schau mal her, ich kenne mich nicht aus. Am 5er will ich noch, weil der geht nur, der Display ist halt kaputt. Aber der kommt anscheinend am 5er. Geht oder muss ich nur ein Display reparieren können? Ne? Das ist ja, ich kann es nicht, ich muss ihn dann wegschicken zum Reparieren halt. Ne? 3, ich würde ihn 3 geben. Ich habe an der Zeit mit 5 eingeben. Kein Handlungsspielraum. 4. Boah. Also geht der bloß halt der Display herrichten. 4 Euro. Hat der Wien habe ich auch neu gemacht, dass du siehst, dass der geht. Deckel ist dabei. Der hat ja keine Batterien. Ja. Der hat ja einen Akku. Wo geht der denn? Da brauchen wir noch den Stecker. Genau, der fehlt ja auch noch. Ist ja egal, das Netzteil fehlt dazu. Da gibt 3, ja. Weil sie gemeint haben, sie haben Batterien rein, haben sie noch was? Nee, bei Kindern haben gesagt, sie haben Batterien rein, dass er geht. Ach so, vielleicht haben sie ihn verwechselt mit einem anderen Gerät. Aber er sieht ja das Licht leuchtet. Ja, an geht er aber. Ja, 3 Euro. Okay. Josen Leute, back von Flohmarkt 1 und ich sag's euch, ich bin total am Arsch. Ich bin jetzt wirklich 1,5 Stunden hier rumgelaufen. Die Leute haben aufgebaut noch. Es war dunkel natürlich. War fast keiner da, also sehr wenig. Ich habe jetzt alle, also so ziemlich, die noch nachgekommen sind, aufbauen sehen. Es bauen immer noch vereinzelt welche auf, aber ich bin hier jetzt durch. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich den 001er SP gefunden mit Displayschaden.
Ja. An geht er noch. Aber mit Displayschaden halt, ne? Aber für 3 Euro nehme ich den mal mit. Vielleicht kann mein Man Jan was damit anfangen. Schauen wir mal. Und davor habe ich ein Game Boy Color Spiel in OVP gefunden. Und zwar WrestleMania 2000 für den Game Boy Color. Ist auch soweit alles drin. Das Spiel ist drin, Anleitungen sind drin. Ja. Alles da. War eigentlich ein Frustkauf, denn ich dachte, ich finde heute hier nichts mehr. Der Kollege war auch nicht, also war auch nicht so ein riesen spannendes Verhandlungsgespräch. Sieht man das? Also da steht eigentlich 6 Euro drauf. Da. Kollege wollte 6 Euro, habe ihn 4 geboten, hat er gesagt 5, habe ich gesagt, okay. Ja, ja, vielleicht, ich zock's mal an, vielleicht taugt's ja ein bisschen was, ansonsten landet's in die Tausch- beziehungsweise ja, Gewinnkiste, wie auch immer. Also Leute, ja, schauen wir auf den nächsten Flohmarkt. Was sollen denn die Spiele kosten? Ja, 20 Euro eine. Eine? Ich habe noch mehrere. Ja? Wo? Hier. Eieieiei. Raum schon. Normal. Lüschka, hallo. Susche, CSA. Sie wollen sich die Gitarre verwenden, ja? Das sind wir. Ну гитара со штендером, которую я не взял. Можешь привезти? Сервус. А что они шпили костны? А ей 3, 5 евро. 3, 5. Махма. Сузам mit dem. Haben Sie noch mehr oder war es das? Nein, ist alles. Machen wir zusammen mit dem Adapter 5? Okay. Hallo. Das weiß ich, dass er nicht einverstanden ist. Hi. Hallo. Was hätten Sie denn gern für die Spiele? Oder ist das. Ja. 7 Euro hätte ich gern für eins. Für eins? Das habe ich schon, aber mein Label ist nicht so schön wie ihrs. Das ist Aladdin. Ja, was ist denn zahlen? Also ich sage Ihnen wirklich, wert ist es nicht mehr als 3. Würde ich auch nicht mehr zahlen. Dann machen wir 4. Wert ist es nicht mehr als 3. Aber da hast du viele dabei. Ich kann sie auch da lassen. Dann hast du noch eine für Mario. Das ist Hacking für 3. Großes Spiel. Aladdin. Ohne Hülle. Ich hab 4 gesagt. Ich zeig's ihnen auch, dass es geht echt nicht für mehr. Komm, dann treffen wir uns in der Mitte für 3,50. 3,50 kriegst du. Mit Hülle. Mit Hülle. Ja, nimm's mit. Okay. Gut. Josen, Leute. Josen, Leute, back von Flohmarkt 2 und. Also ich bin gerade dabei, mich ein bisschen zu beruhigen, denn ich bin richtig laut geworden eben auf dem Flohmarkt, direkt nach dem Aladdin-Deal, nach dem Gameboy-Spiel, weil es gibt einfach Leute, das sind Parasiten. Ich stand neben mir, nachdem ich das Aladdin gekauft habe, stand dieser eine Sailor Moon. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, der eine NES für blank, also mit Pads und Kabel, für 90 Euro vertickt. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch erinnern. Stand er daneben und hat gewartet, bis ich das bezahlt habe.
Und ich bin von, ihr habt ja gesehen, von 7 auf 3,50 Euro runter. Und ich habe es ja auch nur mitgenommen. Ich habe das Spiel zwar, aber wie gesagt, das Label ist sehr schön hier. Deswegen Label Upgrade quasi. In dem Moment, ich habe auch gerade die Kamera ausgemacht. Verdammt nochmal, weil das hättet ihr echt erleben müssen. Meint er zu mir, meint er zu dem, hat das gekauft jetzt? Also der Sailor Moon zu dem Typ, der mir das verkauft hat, meint er ja. Ja, und dann sagt er, ja, die Hülle allein ist schon 2 Euro wert. Dann gucke ich ihn an und dann, Leute, glaubt mir, es... Oh, wenn ich manchmal könnte, wie ich will, und ich, normal, ich bin immer, ich gehe auf sowas normal nicht ein, aber ausgerechnet dieser Typ, ausgerechnet der Typ, und dann fängt er an, Lügen zu erzählen. Dann sagt er zu mir, er sagte zu dem, ich würde das kaufen und auf eBay. Der kennt mich doch nicht mal. Und ich hätte bei ihm schon 100 Mal gekauft, nie was bei dem gekauft, weil es ein verdammter Sailor Moon ist, Alter. Oh, mein Gott. Naja. So ein Penner, ey. So ein blöder Aladdin für 3,50 Euro. Und den Lot habt ihr ja gesehen. Turtles, Fall of the Foot Clan. Hab ich. Aber ich habe gedacht, ich pack das im Lot. Dann wird das günstiger. Soccer. Habe ich nicht, aber werde ich wahrscheinlich nicht behalten. Denn ich behalte ja nur, was ich ja, haben will. Und Blades of Steel, das behalte ich auf jeden Fall, denn das ist war auf dem NES mein Lieblings-Eishockeyspiel. Mal schauen, wie es auf dem Gameboy ist. Ja, und diesen 4-Player-Adapter. Zusammen für 5 Euro. Also die 4 Teile für 5 Euro. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, und die zwei kommen in die Tauschkiste bzw. gewinnen. Mal schauen. Auf jeden Fall gute Ware. Und jetzt habe ich mich langsam beruhigt. Die Sonne scheint mir aufs Gesicht. Heutzutage zu dieser Jahreszeit auch nicht mehr so selbstverständlich. Ja, sorry Leute, wenn ich ein bisschen aufbrausend war jetzt am Anfang, aber ich. Ach. Ja, auf zum nächsten Flohmarkt, Leute. Josen Leute, back von Flohmarkt 3. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, eine PSP Go für 5 Euro, aber ohne Ladekabel. Display war zerkratzt. Habe ich lieber liegen lassen. Und eine Gamecube für 5 Euro, Turok war noch drin. Allerdings ohne Pads. Hätte aber ja ein Pad, so ein Third-Party-Pad, 3 Euro wieder zugekostet. Also 8, vielleicht hätte ich ihn auf 7 oder so runtergekriegt, aber ganz ehrlich, ich habe ja eine Gamecube zu Hause. Theoretisch hätte ich sie mitnehmen können, denn ich will jetzt eventuell anfangen, die Farben zu sammeln. Schwarz habe ich noch nicht, aber der war ja noch ein bisschen zu verranzt. Auch wenn der Preis okay war. Naja. Eine Sache ist mir zu diesem Sailor Moon-Kollegen vom letzten Floor, mit dem ich mich da angelegt habe, eingefallen. Er hatte sogar recht. Ich habe einmal was bei ihm gekauft vor Monaten. Und zwar ein überteuerter Game Boy Color. Da kannte ich mich noch nicht so gut aus mit den Preisen und habe 18 Euro für den Game Boy Color bezahlt. Das war dieser durchsichtige Lilane, den ich schon 5-mal hatte. Ja? Also heute weiß ich, war zu teuer. 18 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Oder 19, 18, 19 Euro, irgend sowas. Naja, egal. Hier habe ich soweit jetzt auch nichts mehr gefunden, außer diesen PlayStation Pad. Dieser ist ein Turbo Pad. Ja, der Kollege wollte ursprünglich 6 Euro oder 7 und habe ihn auf 3 runtergehandelt. Und jetzt frage ich mich, Original ist. Es steht zwar hier PlayStation drauf, aber oben drüber, weiß nicht, ob man das sieht, Ashware. Hinten steht auch ASCII-Pad. PSS. Keine Ahnung. Aber ich dachte, ey, für 3 Euro kann man mal mitnehmen. Die Schultertasten sind etwas eng.
Aber an für sich so ein Turbo-Pad für die PS1, warum nicht? Ja Leute, ihr seht schon, die Riesenausbeute haben wir noch nicht gemacht heute. Gut, die Gameboy-Spiele waren ganz cool für einen Fünfer. Und das Aladdin für 3,50. Aber eigentlich, ja, nichts arg krasses. Jetzt fahren wir zum nächsten Flohmarkt, schauen wir mal. Josen Leute, back von Flohmarkt 4. Und wie erwartet, hier war Nullnummer. Dieser Riesenflohmarkt hier. Ja, ging nix, gar nichts. Letztes Mal, als ich hier war, das, also letzte Woche mit dem Gear, eine lustige Story. Ich habe bei dem einen Kollegen, den habe ich heute wieder erkannt, der hatte einen Blade Runner für den PC. Ich sammle zwar keine PC-Games, aber wenn er jetzt gesagt hätte, ne, nimmst du einen Euro mit oder so, so, weil Blade Runner einer meiner Top 10, 5 bis 10 Filme. Und ich habe das erstmal unter meinen Arm und dann habe ich die anderen Sachen noch durchgeschaut von ihm und habe nichts gefunden und dann ich so, okay, danke, bin einfach gegangen. Und dann bin ich zum Auto gelaufen und dann ist mir aufgefallen, oh, du warst unter dem Arm. Und dann hatte ich das Spiel noch, aber keine Angst, bin dann zurückgelaufen, bin zu einem Herrn, habe gesagt, schauen Sie hier, habe ich leider aus Versehen mitgenommen. Hallo. Hätte ihn wahrscheinlich nicht mal gestört oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Egal, man klaut nicht auf dem Flohmarkt. Ja, das war's soweit. Es gibt noch einen Hallenflohmarkt, aber auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Habe ich auch noch nie was Cooles gefunden. War schon 2-3 Mal dort. Ich fahre jetzt noch mal zu dem Flohmarkt vom Anfang. Denn als ich gegangen bin, haben da noch einige Leute aufgebaut. Und ich wohne ja eh in der Ecke und ich muss da auch zur Post. Ja, deswegen fahre ich da jetzt hin. Keine Ahnung, ob ich da jetzt filmen werde, wenn ich noch irgendeinen coolen Deal machen könnte dort, was aufzeichnungswürdig wäre, dann mache ich das. Ansonsten sehen wir uns gleich bei mir und zwecks dem Nachtflohmarkt heute Abend bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich gehe oder nicht. Theoretisch Budget wäre noch vorhanden. Schauen wir mal, da bin ich spontan. Also Leute, bis gleich. Josen Leute, back again. Ein bisschen leiser hier. Ja, es funktioniert. Wir können eine Runde Mega Man X4 für die PS1 spielen. Allerdings, ihr könnt es nicht sehen, ich habe einfach Probleme, das zu capturen. Es flimmert. Jetzt nicht so arg krass, aber man merkt es einfach. Das Bild ist flimmert und wackelt beim, keine Ahnung wieso. Ich habe 2 verschiedene HDMI-Kabel, ich habe alles mögliche ausprobiert. Aber es war sogar schlimmer. Irgendwas hat geholfen, was ich an den Einstellungen, keine Ahnung, irgendwas hat geholfen, aber es flimmert immer noch. Aber egal. Es reicht zum Zocken, also zum Anspielen auf jeden Fall. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch 2 Dinge zeigen, die bei mir eingetrudelt sind. Und zwar einmal von dem Herrn Mustafa Özdemir. Der hat Folgendes angeboten. Der hat einen Online-Shop. Den könnt ihr auch gerne anhauen bei mir in der Gruppe auf Facebook Retro Höhle. Da ist der Herr Mustafa Özdemir drin und der hat mir Folgendes geschickt. Einen kleinen Kauf habe ich bei ihm getätigt. Und zwar ein paar Gameboy Kopfhörer. Ja, mit, also original verpackt. Eine sehr schöne Sache. Na? Noch verschweißt und ja, alles da. Jetzt ist meine Frage an euch, denn meine Gameboy OVP, die ich letzte Woche bekommen habe, da fehlt das hier. Da fehlen die Kopfhörer. Soll ich die in die OVP, wo der Gameboy drin ist, reintun oder soll ich die hier drin lassen? Und schauen, dass ich irgendwann mal noch ein paar finde. Sagt ihr es mir? Ich weiß es nämlich noch nicht, ich bin unentschlossen. Als Goodie hat er mir reingelegt Prince of Persia, The Two Thrones für den PC. Vielen Dank, Herr Özdemir. Zockt zwar kein PC, aber ist immer gute Tauschware oder fürs nächste Gewinnspiel zum Reinlegen. Dann hast du sicher nichts dagegen. Dann war ich noch
unplanmäßig sonntags auf dem Flohmarkt irgendwie nach dem Ausschlafen und habe bei 2 Ständen insgesamt 5 Dinge gefunden. Und jetzt muss ich aber lügen, es waren insgesamt irgendwas zwischen 10 und 15 Euro, was ich da bezahlt habe. Hups. Fangen wir mit dem ersten an. WrestleMania Steel Cage Challenge. Das ist eins von 4 Titel, Wrestling-Titel auf der NES, wenn ich mich, also von WWF, wenn ich mich nicht irre. Und schaut hier, Rainbow of Death, LJN. Egal, für die Sammlung. Dann noch ein paar Gameboy-Spiele. Motocross Maniacs, ein sehr geiles Spiel aus der Kindheit. Das ist so eins, da hoffe ich irgendwann die OVP dazu zu haben. Das ist wirklich geil, das macht wirklich viel Spaß. Also wenn ihr das mal in die Finger kriegt, zu einem guten Kurs, auf jeden Fall mitnehmen. So, dann haben wir noch ein Super 105 in einem. Eins von diesen Dingern, ihr wisst Bescheid. Sind natürlich viele Spiele doppelt und dreifach drauf. Und ich sag's immer wieder dazu, ich sammle die gerne, einfach aus dem exotischen Grund der Dinge. Also, ne, dass es halt so ein Exot ist quasi. Aber wenn mir ein Spiel gefällt, dann kaufe ich das Original. Ne? Nur, dass wir uns verstehen. Und apropos Bootleg, und da musste ich den Verkäufer überzeugen, dass es ein Fake ist. Zelda Oracle of Ages für den Game Boy Color. Und da ist auch tatsächlich das Spiel drauf. Also kein anderes oder so. Das ist wirklich das drauf und... da weiß ich noch, ich glaube 3 Euro habe ich dafür bezahlt. Wollte erst 10. Ja. Und dann noch ein zwar verblichenes, aber trotzdem ein sehr geiles Spiel. Maru's Mission. Ja. Mit OVP auch nicht der günstigste Titel. Zu Recht, denn es ist wirklich ein sehr cooles Game. Macht sehr viel Spaß. Ein schöner Jump'n'Run. Ja. Ist sehr cool. Wenn ihr das mal bekommt, mitnehmen. Ja, das war's soweit eigentlich auch. Und wir zocken jetzt ein Ründchen Mega Man X4 für die PS1. Und ich probiere das mal mit diesem Pad, den ich ja heute... Schaut mal, das sieht aus wie... ein Batman. Nein. Den ich heute auf dem Flohmarkt gefunden habe für 3 Euro. Keine Angst, ich werde alle Turbos auf auslassen. Ich möchte ihn einfach mal testen. Und ja. Hüpfen wir doch rein. Ja, Mega Man X4. Den Coup habe ich ja letzte Woche. Also den Schnapper habe ich ja letzte Woche auf dem Flohmarkt gemacht. Ich glaube, umgerechnet um die 5 Euro habe ich für das Spiel bezahlt. In Top-Zustand. Allerdings das Booklet. Sind einige Seiten leider rausgerissen, aber es ist noch vollständig. Ansonsten Top-Zustand, das Spiel läuft auch. Ich habe schon angefangen zu spielen und es ist geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe seit dem Game Boy und der NES, glaube ich, kein Mega Man Spiel mehr gespielt und deswegen, ich bin nicht mehr so vertraut mit der Story. Moment. Achso, jetzt dachte ich, das Steuerkreuz funktioniert nicht. Ja, funktioniert. Ich bin nicht so vertraut mit der Story. Als Kind hast du da eh nie auf eine Story geachtet. Du bist einfach ins Spiel und hast bam, hier, gib ihm. Soweit ich es raushören konnte, erlesen konnte und sehen konnte, ist man auf der Seite der Maverick Hunter. Und jagt die Mavericks. Also ein klassisches Gut gegen Böse. Schöne Cutscenes im Anime-Zeichentrick-Style. Aber da springen wir mal drüber. So. Und den ganzen Dialog skippe ich jetzt mal für euch, ne? Weil. Ich will ja meistens euch die Spiele nur zeigen, bisschen Ingame, bisschen Grafik, bisschen Gameplay und nicht so viel von der Story spoilern, also bei diesen kurzen Dingern hier. Ne, wenn ich ein Gameplay mache von einem, was eine Stunde geht, ist es eine andere Sache, aber hier ja,
Ah, jetzt müssen wir den ganzen... Oh. Warte mal, X... Ah, cool, der Turbo-Knopf. Sau cool. Ja. Die Story sollt ihr für euch rausfinden und relativ unwissend das Spiel zocken. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist echt nice. Wo fangen wir denn an? Dieses Dschungel-Level habe ich gestern schon gespielt. Ein sehr geiles. Ich liebe so Dschungel-Level, so Donkey Kong-Style-Dschungel-Level. Aber da habe ich den Endboss nicht geschafft. Und bei Mega Man ist es ja so, du musst mit dem richtigen Boss anfangen. Denn bei jedem Boss bekommst du, wenn du ihn erledigt hast, die Stärke. Und diese Stärke musst du strategisch gegen andere Bosse einsetzen. Feuer und Eis zum Beispiel. So, schauen wir mal. Gehen wir mal. Das Dschungel-Level ist echt schön, aber ich habe den Boss nicht geschafft. Ich glaube, am Ende hat haben meine Skills einfach versagt. Ich gebe es zu. Nehmen wir das Vulkan-Level. Schauen wir mal, was da geht. Magma Dragoon. He betrayed the irregular hunters and hid himself inside a volcano. Er hat die irregulären Hunter betrogen und hat sich in der Höhle verkrochen. Und das ist auch leider, ich meine, ich spiele immer gern auf Englisch, aber ich hätte sie gern für euch auf Deutsch. Und das Spiel ist die PAL-Version auf jeden Fall, sofern es die gab. Also es steht auch auf Deutsch hinten drauf. Hinten drauf. Also auf Englisch, auf mehreren Sprachen. Deutsch ist aber auch eine davon, aber das Spiel ist auf Englisch und es lässt sich so, wie ich es bemerkt habe, nicht umschalten. Oder habe ich das System, weil ich spiele das über die PS2. Kann sein, dass ich die PS2 auf Englisch gestellt habe. Jetzt geht's da gleich ab hier. Alter. Juhu, Power Up! Also wir... Oh. Wow! Wie ihr sehen könnt, es ist grafisch und... Also echt ein schönes Spiel. Es... Oh, das war knapp. Nein! Es... Hallo! Hä? Komm schon, Baby! Oh, fuck! Was habe ich mir denn da für ein Level ausgesucht? So. Hoch, runter, hoch. Ach, jetzt hätte ich... Warte mal, wenn der jetzt wieder... Yeah! Es hat recht Kritik bekommen, dass es wieder ein Side-Scroller ist. Ich finde es aber geil. Also ich finde, das Spiel funktioniert wunderbar so. Was ich aber allerdings kritisieren muss, und das werdet ihr, denke ich, da werdet ihr mit zustimmen, wenn ihr das Spiel mal in die Hände bekommt und des Englischen mächtig seid, das Voice Acting ist richtig schlecht. Richtig schlecht. Also wie aus den alten Kung-Fu-Filmen so. Glaubt mir, das ist echt nicht einfach, dieses Flickern vom Fernseher. Aber ich tu mein Bestes. Und noch reden nebenbei und so weiter. Aber ich möchte ja, dass ihr das Spiel seht. Man kann ein Sprint-Move machen. Nochmal. Oh, fuck! Ja, leck mich am Arsch! Verreckt! Weiter geht's. Ja, Mega Man ist halt nichts für Noobs. Und das ist auch auf jeden Fall was den Fans der Reihe gefällt. Es ist nichts für Noobs. Man muss Skill haben.
Ja, man kann auch sein. Ein Powershot, wenn man länger auf den Knopf. Und dieser Controller ist echt cool. Also. Gut, die L und R-Taste. Die sind schon etwas eng beieinander, aber man braucht das bei dem Spiel hier nicht unbedingt. Später, wenn man Waffen wechselt, glaube ich. Aber jetzt im Moment. Jetzt kommen wieder. Diese Feuerwichser. Man kann übrigens auch mit Zero spielen. Bah. Mit dem hat man allerdings aber nur ein Schwert. Oh, ich hab's geschafft. Fans der Reihe werden wissen, wer Zero ist. Ein langjähriger Freund von X. Scheiße. Auf ein neues. Komm schon, ich werde es nur noch zum Boss schaffen hier, oder? Jawohl. Nein, 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 nein. Erinnert mich an auch teilweise ein bisschen an Metal Slug. So, wenn man sich die Gerätschaften der Gegner anschaut, zum Beispiel hier. Steinigt mich nicht bitte für diesen Vergleich. ein Max-Suit. Ah, das ist ja geil. Halt, bleibst du da drin? Nein! Nein! Ah, cool, ich kann. Ah, ich kann ins Magma damit. Sau cooles Spiel. Macht echt Bock. Bleib da. Boss. Du bist da. Jetzt lass uns kämpfen. Warum liegt da Stroh? Ich glaube. Oh shit. Also, wie ihr sehen könnt, ich habe keine Skills. Ah, fuck. Das war's leider. Komm schon. Oh, wie soll ich denn da bitte ausweichen? Wie? Keine Chance.
Nehmen wir mal ein anderes Level. Ich zeige euch noch kurz das, den Dschungel-Stage, weil der hat mir echt gut gefallen. Vielleicht schaffen wir den Boss da auch. Ein echt, also wirklich schönes Level. Ich mag diese Dschungel-Level, aber das habe ich ja schon mal vorhin schon gesagt. So. Web Spider, das ist unser Boss. Er beschützt die geheime Waffe des Dschungels. Und die wollen wir uns holen. Auch die Musik erinnert doch leicht an Donkey Kong. Sehr schönes Level. Ei. Und falls ihr euch gefragt habt, warum ich vorhin die 32X Spiele nicht mitgenommen habe, ich sammle ja zurzeit keinen Sega und B, ich kenne mich mit den Preisen nicht aus bei den Spielen. Weil er wollte ja 20 pro Spiel haben. Und kann sein, dass ich da ein riesen Schnäppchen gemacht hätte, aber wie gesagt, ich kenne mich mit den Preisen nicht aus, also habe ich das erstmal liegen lassen. Und mein Handy ist zu langsam, um da auf eBay das abzuchecken. Ich muss mal mein Volumen wieder nachkaufen. Das ist schön, hä? Und das erst. Packe ich doch noch ein paar Skills aus hier. Ein bisschen schwierig. Aber das machen wir schon. Also, der Teil hier ist auf jeden Fall bis jetzt leichter für mich als die Teile auf dem Gameboy. Da kacke ich voll ab. Hier komme ich wenigstens noch zu den Bossen. Aber ich müsste mal einen besiegen. Das wäre auch mal wieder nicht schlecht. Und ein Power-Up wäre auch nicht schlecht. Denn jetzt kommt, glaube ich, der Boss. Oder gleich. Fight! Die Schlangen. Killer Bees. Kommt schon her. Oh, nee, der doch nicht von unten. Penner.
Sehr schön mit dem Hintergrund. Schönes Artwork. Ich mag sowas. Schöne Atmo. Oh, knapp. So, jetzt müssen wir gleich beim Boss sein. Ist nicht mehr weit. Ah. Eigentlich. Sorry, wenn ich gerade etwas still bin. Aber ich konzentriere mich. Also dieser Pad hier auf jeden Fall für Jump'n'Runs. Echt gut. Okay, jetzt habe ich mal den Powerknopf an hier. Was machen? Okay. Okay, jetzt kommt der Boss. Geht's. Komm schon, Boss. Spider-Boss. Ah, nein. Oh, das war's schon. Das war's schon. Ja. Jetzt halte ich die Klappe. Weil ich will ihn schaffen. Soweit so gut. Die erste Welle hier ist mit diesem einen Ding da, was er schießt, ist nicht schwer, aber sobald er die zweite auspackt, dann fängt die Kacke an zu dampfen. Ah, fuck! Jetzt kommt die zweite Welle und die ist ekelhaft. Thank you.
Nein, 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 nein. Nein, nein. Komm schon. Komm schon, komm schon. Nein. Ich hatte ihn fast. Ach, Leute. Aber ich schaff's ein bisschen Übungen, ich schaff's. Und das ist halt das, was Mega Man ausmacht. Das ist nicht für Noobs. Man braucht Übungen. Man kann nicht einfach durchrennen und alles beim ersten Mal schaffen. Das ist unmöglich. Deswegen ist es so geil. Für viele. Also ich find's auch geil, nicht falsch verstehen. Also das Spiel, dieses Mega Man X4, das macht mal wieder richtig Laune. Ja, ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß mit der Folge. Auch wenn ich teilweise nicht so viel Spaß heute hatte als sonst. Ja, egal. Vielen Dank fürs Reinschalten. Nicht vergessen, liken und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und erzählt allen von meinem Channel. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Ree.